Yo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Xavin hier am Start am Clash of Clans Freitag. Heute gucken wir uns an, wie meine Base geklappt hat. Wir schauen mal rein. Ich bin sehr gespannt. Also ich habe es ja extra für euch damals gebaut, weil es so eine komische, merkwürdige Base ist. Und ich habe gesagt, das ist so eine Anti-3-Sterne-Base. Hat sie geklappt? Das schauen wir uns jetzt an. Also, mich haben zwei Leute angegriffen. Das heißt, wir können uns zwei Angriffe ansehen. Wir haben einmal Trommelwirbel. Ich habe keinen Soundtrack. Also ich habe keinen Trommelwirbel-Effekt. Blöd. Also kein, wie nennt man das? Soundeffekt, ja. Vielleicht finde ich ja einen. Nein, das wäre blöd. Ja, wir haben keine 3 Sterne kassiert. Ja, nice. Das hat mich gefreut. Also wir haben keine 3 Sterne kassiert, so wie Luca oder wie Sam. Diese Fehler. Nein, Spaß. Und wir haben als allererstes einen 1-Star kassiert. Nice. Und als zweites einen 2-Star. Aber ich bin zufrieden. Wir gucken uns beide an. Ich würde sagen, wir fangen mit dem unspektakuläreren an, den 2-Star, und dann danach kommt das lustig machen. Wir machen uns über den Gegner-Clan lustig, weil die auch verloren haben. Opfer, nein, okay, es tut mir leid. Also wir fangen mit dem langweiligeren an, mit dem 2-Sterne-Angriff oder beziehungsweise mit der 2-Sterne-Niederlage von mir. Wir schauen uns die 5 an. Ultraman, der, oh mein Gott, ernsthaft? 69% geholt hat. Weniger als ich, ha? Also letzte Woche habt ihr ja meinen Clan-Kriegsangriff gesehen. Diese Woche sehen wir die Wiederholung von den Gegnern, die Verteidigung. Und ja, immerhin die 5, also er ist ein bisschen stärker als ich. Hat einen Stern mehr geholt als der Typ davor. Ich freue mich schon gleich auf diesen One-Star-Fail. Das muss ich euch einfach zeigen. So, ja, ich verrate noch nichts. So, wir haben hier 2 Mauerbrecher, 8 Magier, 4 Packers, 2 Golems, 2 Hexen. Golems schon auf Level 4. Ich bin eifersüchtig, mein Freund. Ich möchte meine auch endlich auf 4 haben. So, King auf 15 und Queen auf 10. Wow. Ich habe wirklich gedacht, jeder macht es eher andersrum. Also wie ich jetzt zum Beispiel. Erst Queen auf 15, dann King auf 15. Aber King zuerst auf 15. Okay. 2 Max Seals, 1 Rage auf Max, 2. Nein, 1 Level 2er Jump. Und dann ein Gift und ein Speed, ein, wie heißen die, Eilzauber? What? Ernsthaft? Okay. Schauen wir uns an, wie es läuft. Von wo greift er an? Bei meiner komischen Base. Bin gespannt. So, als allererstes Golem. Magier in einer Reihe dahinter. So, können wir es gut vergleichen mit meinem Angriff letztens. So, Mauerbrecher. Ich sag die ganze Zeit Magier, obwohl ich Mauerbrecher sagen will. So, 4 Packers in einer Reihe. Die laufen jetzt schön in die Mitte. Der Jumpspace ist Level 2, das heißt, der hält ein bisschen länger. King, Queen läuft rein. Magier haben ganz knapp, oder einer hat die Riesenbombe ganz knapp überlebt, der andere nicht. So, Jumpspace sitzt gerade so über die Mauer. Und jetzt kommt die Hexe dahinter. Schön reingezogen. Also die laufen alle perfekt in die Mitte, plus den Rage, das ist alles gut. Das hat er echt gut gemacht. Also das muss ich ihm lassen, die sind schön gelaufen. Packers laufen jetzt da so ein bisschen. King ist am Rathaus, fehlt aber fast. What? Okay. Wow, also ich sehe die auch zum ersten Mal. Das hätte auch fast ein One-Star werden können, ha? Wenn ich noch mehr meine Sachen aufwerte. Wow, wenn ich gerade das Potenzial sehe. Oh wow, okay. In der Clanburg war wahrscheinlich ein Max-Packer drin, wenn ich das richtig sehe. Also King ist gestorben bei der Clanburg, beim Rathaus. Also mein Rathaus lebt noch. Das seht ihr, ich weiß. Aber ich habe wirklich gedacht, der King holt das. Wow. Wow, und die Queen wäre auch fast gestorben. Holy shit. Ernsthaft. Stirbt die Queen? Wow, die Queen stirbt auch. Wow. Okay. Also die Base scheint besser zu klappen, als ich es gedacht habe. Also ich war bei diesem One-Star, habe ich schon mega gelacht. So, ha, Opfer. Also ich habe es mir auch noch nicht angesehen, aber ich dachte schon so, nice, dann klappt es ja doch irgendwie. Und wenn ich jetzt sehe, King und Queen sind beide gestorben, obwohl eigentlich sah es hier vorne ziemlich perfekt aus. Wenn ich jetzt denke, wenn meine X-Bows weiter aufgewertet sind, dann noch weiter die Bogi-Türme und meine Magier-Türme, dann hätten die Packers das vielleicht auch nicht überlebt und der hätte keinen 2-Star geholt, sondern das wäre auch ein 1-Star gewesen. Also, ich meine, die Base von den Sachen her, die sie machen soll, scheint zu klappen. Ich weiß, es gibt
gibt immer da draußen welche, die sagen, die Base ist schlecht. Selbst Sam sagt immer, easy 3 Sterne, sagt er aber zu jeder Base. Aber trotzdem, ich finde die cool. Also die sieht lustig aus, die ist auf jeden Fall ein bisschen strange und lustig. Und ja, das war cool. Okay, schauen wir uns den letzten an. Das war der erste Angriff von den Gegnern. Die Nummer 6 wollte direkt auf mich drauf gehen. Okay, das klingt sehr komisch. Wollte mich direkt platt machen, hat so gesagt, so, ha, ich töte den Chef, hol direkt einen 3-Star. Was macht der? 1-Star. Und danach greife ich an und hole mir meinen 2-Star mit meinem Go-Wipe zum ersten Mal. Mega nervös, ihr habt es ja letzte Woche gesehen, aber wow, okay, wir haben jetzt Jay Garo, mit diesem H am Ende, okay. 53% 1-Star, okay, wir haben, ja, ihr seht richtig, einen Drachen, what? Und 40 Max Hawks. King Queen, 11 Level 7, 4 Max Heal Spells, Poison und Clamburg. So, wir haben keinen Go Hawk, wir haben Mass Hawks, also nur Hawks und dieser eine Drache, aber ganz ehrlich, naja. Vielleicht hat er den Drachen für, ich habe keine Ahnung, für die Clamburg. Damit, wenn da ein Loon drin ist oder so, der die ganze Zeit verfolgt, damit der Drache die töten kann oder so. Keine Ahnung. So, wir setzen jetzt einmal hier, oder er setzt einmal die Hawks hier an drei Seiten von der linken, also links an drei Stellen rein. Jetzt kommen meine Loons und meine Drachen da aus der Klamburg raus. Zwei Heal Spells. Ja. Ich weiß gerade gar nicht, wo meine Riesenbomben sind. Das ist das Merkwürdige. So, Poison Spell war nicht so optimal. Loon fliegt raus, Drache fliegt raus, Hawks unten sind fast gestorben, oben leiden die noch immer an der Clanburg. Das ist wirklich der Nachteil von dieser Strategie, dass meine Clanburg überlebt. Und vielleicht hat er gedacht, er räumt alles auf, die Luftabwehren und so den Kram. Und dann mache ich zum Schluss mit dem Drachen ein Solo. Aber ganz ehrlich, mein Freund, das wird ein Fail werden. Überlegt mal, wenn der Angriff schon fast vorbei ist und die Clanburg noch immer lebt, dann hat man definitiv was falsch gemacht. So, ich habe noch einen X-Bow da oben. Ich habe noch eine Luftabwehr da oben. Meine Queen lebt noch. Der Loon macht jetzt erstmal den King kaputt. Oh mein Gott, der muss jetzt gerade so denken, so fuck. Fail. So, die Queen wird jetzt den Drachen gleich kaputt machen. Queen, schieß. Queen Lala, schieß. Ah, Queen Lala. Queen Lala braucht definitiv so ein Reichweiten-Upgrade, huh? Damit die noch weiter schießen kann. Nicht nach da oben laufen, Queen Lala, nach da unten. Nach unten. Geh nach unten. Geh bitte nach unten und mach den Drachen kaputt. So, der fliegt jetzt zum Rathaus. Und jetzt haben wir noch natürlich X-Bow plus Luftfeger. Und die Queen schießt auf ihn drauf. Und bam. Und bam. Bam. Goodbye. Das Ende von dir. So, jetzt will ich aber zum Schluss nochmal sehen, wo meine Riesenbomben sind. So, schauen wir uns das an. Also ich bin zufrieden, weil natürlich alles nur for fun. Also ich wollte eigentlich nur mal testen, wie es hier klappt. Ich bin begeistert. Also ich lasse beim nächsten Clankrieg auch nochmal drin und dann gucken wir nochmal, wie es da geklappt hat. Also wir haben hier eine Doppelriesenbombe, hier eine Riesenbombe und hier eine Riesenbombe. Ja, ich bin damit zufrieden, hat ganz gut geklappt, selbst dieser zweite Angriff, wow, war knapper als ich dachte. Nice, also ich bin damit zufrieden, wenn ich meine Sachen weiterhin aufwerte, wird es wahrscheinlich noch besser werden. Schauen in Zukunft nochmal rein. War heute ein bisschen kürzer, aber das muss auch manchmal sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns im nächsten Clankriegs-Video wieder oder im nächsten Clash-Video oder was auch immer. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich hoffe, euch geht's gut, haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal, ciao.